den kann man mal so machen, aber den kann man auch mal so halten. Nur Kastelitz mit dem langen Ball und der ist zu lang. Von Emil Lerke. Bisschen Glück mit dabei, aber spielt keine Rolle. Ausgleich. Und nächste Parade. Und auch gut. Lassen Sie sich locken und dahinter wartet dann Tim Sutton. Und Ruhr Kastelitz kann den nächsten abfangen. Hat den Brosch noch? Nein. Also ja, aber er macht ihn nicht rein. Es geht hin und her in den ersten Minuten in diesem Spiel. Gute Übersicht von Hendrik Wagner und wieder Ruhr Kastelitz. Schaber geht den weiten Weg. Am Ende landet der Ball aber bei Lukas Becher und in Erlangen, Göpping und beim HSV gespielt. Aber jetzt vor allem defensiv immer stärker geworden. Auf den kann man sich ganz gut verlassen und keine ungewohnte Position für ihn, aber trotzdem schwieriger Winkel und deswegen leichte Beute. Auch mit dem Einläufer von außen mit Lukas Zerbat nicht funktioniert. Wagner zieht durch, aber kein Pfiff und deswegen die Schiedsrichter haben den Arm oben. Oh, schwieriger Wurf. Lukas Becher hat den Abpraller, aber Ruhr Kastelitz hat den. Den aber nicht von Domen Novak. Ja, noch einen Abschluss hinzukriegen. Rubin versucht es, aber da ist logischerweise Ruhr Kastelitz. Oh, Ruhr Kastelitz. Und das Tor ist leer auf der anderen Seite. Also Novak gegen Kastelitz. Und Kastelitz behält die Oberhand. Schaber nochmal. Natürlich nicht. Und die 10 noch als Parade. Aber klar. Das ist eine super Kreuzung, aber das ist natürlich auch wieder eine super Parade von Ruhr Kastelitz. Wieder passives Spiel angezeigt und wieder Ruhr Kastelitz. Danny Rubin bislang überhaupt nicht in der Tiefe. Das ist eine fast schon. Aha, eine Parade und noch eine Parade. Es ist nicht zu glauben. Ruhr Kastelitz hält den ersten. Natürlich auch den zweiten. Klimke mit dem Abschluss. Nummer 20. Ruhr Kastelitz. Jetzt gibt es mal einen Distanzwurf von Lenny Rubin.